Hobbyfamilie testet. Hallo und willkommen bei unserem allerersten Video hier auf diesem Kanal. Und ich habe hier was, womit wir in die Ferne gucken können. Vielleicht werden wir dann auch sehen, was uns der Kanal hier alles noch bringt. Ich habe nämlich ein Fernglas mitgebracht. Das ist ein Binocular, so steht es hier drauf, von der Firma Selvim. Und das wurde uns zur Verfügung gestellt, deswegen schreiben wir hier oben Werbung rein. Und fangen wir doch einfach mal an, packen das gleich aus. Hier geht es um ein Fernglas, so wurde es mir beschrieben, für Kinder und Erwachsene. Und ich bin gespannt. Wir haben es tatsächlich noch nicht angeguckt. Die meisten Produkte, die wir hier zeigen werden, die werden wir auch selber noch nicht ausgepackt haben. Das ist also alles noch original verpackt hier drin. Und wir gucken das mit euch zusammen an. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Tasche. Fühlt sich auch gut an. Ist ein bisschen glatt, aber es ist Stoff, ganz normaler Stoff, mit einem Klettverschluss. Schon mal gar nicht so schlecht. Riecht ein bisschen künstlich, ist klar, ist neu. Und dann habe ich hier ein süßes, kleines, grünes Fernglas. Ah, und hier vorne sind Abdeckungen drauf. Okay. Okay, das kann ich so ein bisschen bewegen. Es wirkt ziemlich klein für mich als großköpfigen. Aber es geht. Doch, das passt. Das passt auf jeden Fall. Okay, dann haben wir noch dabei ein... Was ist das? Ein Halteband? Ja, ich glaube. Ein Trageband oder sowas. Ah, und ein Tuch. Ein Tuch, damit wir... Ja, damit wir die Linsen putzen können. Und das war's. Das Ganze passt hier in diese Tasche rein. Die Tasche hat hinten eine Schlaufe, damit kann man die an den Gürtel ranmachen und dann kann man loswandern. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Bis hierhin gefällt es mir schon mal ganz gut. NATO-Grün oder was ist das? Ne? Auf jeden Fall ein schönes naturfarbenes, ne, ist das naturfarben? Weiß ich gar nicht. Also, naja, es ist so ein bisschen auf Outdoor, NATO und so weiter. Gut. Das war's schon. Kurzes Unboxing. Viel mehr ist nicht dabei. Wir haben eine Vergrößerung von 10-fach. Es soll also 10-fach vergrößern. Objektiv Lenzdiameter in Millimeter 25. Das heißt also 25 mm Linsendurchmesser. Und es ist waterproof. Es ist wasserfest. Hier vorne ist noch ein Drehrädchen, wo wir dann wahrscheinlich die Schärfe einstellen können. Und das teste ich jetzt aber nicht hier drin im Wohnwagen, das teste ich draußen. Und ich gucke mal, wo die Jungs sind und dann sollen die mal testen und beurteilen, ob das was für uns ist. So, und jetzt habe ich mir mal die Jungs geschnappt und wir sind hier mal auf einen kleinen Hügel gefahren und haben hier eine riesig tolle Aussicht. Ich zeige euch das mal, falls ihr das sehen könnt. Da hinten können wir ganz weit gucken. Und da sind auch irgendwo Häuser da hinten und da auch und da sind so kleine Berge und so. Und hier will ich jetzt die Jungs mal ein bisschen durchs Fernglas gucken lassen und mal gucken, was sie dazu sagen. Mal gucken, ob sie das bedienen können, nenne ich das jetzt mal, auf sich einstellen können und so. Wir machen vorne, da ist schon einer neugierig. Wir machen vorne mal die Kappe ab, so. Und dann haben wir ja auch eine Anleitung dabei. Und ich lese jetzt mal den Jungs vor, wie sie das machen sollen. Das steht da nämlich drin. Und dann mal gucken, ob sie das hinkriegen. Also, in der Anleitung steht, halten Sie das Fernglas in der Hand und schauen Sie wie gewohnt durch das Glas. Kümmern Sie sich noch nicht um den Fokus. Wo ist der Fokus? Den kannst du hier vorne einstellen. Aber da kümmern wir uns ja nicht drum. So, fassen Sie mit beiden Seiten... die beiden Seiten des Fernglases fest anfassen. Hm? Hast du? Ja. Kriegst du es hin? Du guckst schon, ne?
So, auf jeden Fall sollst du das jetzt so einstellen, dass es genau auf deine Augen passt, so dass du keine schwarzen Ränder mehr siehst und beides in einem Bild sozusagen siehst. Ich würde mal nach da gucken und nicht gegen die Autotür. So, und dann kannst du das hier oben scharf oder unscharf drehen, bis du es so richtig so scharf siehst, dass du gut gucken kannst. Perfekt. Und? Ich sehe Häuser hinten. Wie groß sind die? Wo sind die? Kannst du den Namen an der Klingel lesen? Hä? Ich finde die Häuser nicht. Ach, da. Nee, glaub nicht. Okay, kannst du mich auch erkennen? Kannst du mich auch scharf machen? Warte. Oder sind wir zu dicht? Zu dicht. Zu dicht, ne? Ja, das ist nur für weit. Ja, und dann habe ich eben gerade vorher noch dieses Band hier festgemacht, damit man sich das um den Hals hängen kann. Und das hat schon nicht mehr gehalten. Da habe ich null Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll. Also ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das daran festmache. Das ist nur so eine Öse hier und so ein Band. Also ich müsste dann Knoten reinmachen, aber normalerweise knotet man das nicht. Und dann sind hier nur solche Plastikdinger. Guck mal, ach, da hinten. Ich habe es leider noch nicht verstanden. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Jetzt hat Levi gerade das Fernglas und er versucht auch mal damit klarzukommen. Siehst du was? Ja. Siehst du das gut? Da. Papa. Ja, also ich habe jetzt auch mal durchgeguckt und ich muss sagen, die Vergrößerung ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und die Einstellung für den Fokus, also das Scharfstellen für die eigenen Augen, funktioniert sehr gut. Und man muss sehr viel drehen, weil das Rädchen, wie ich finde, eine sehr feine Einstellung hat. Also das ist nicht so, dass man wenig dreht und sich viel verändert. Und das ist ja gut. Man kann das also dann wirklich ziemlich genau auf seine Bedürfnisse einstellen. Die Jungs haben gesagt, ist okay oder? Ist gut. Ist gut. Ist gut? Ja, also Lian hat gleich gesagt, das ist gut. Da war die Kamera aber aus. Gefällt ihm. Ja, dann habe ich ja eben gerade mal mit der Kamera durchgeguckt. Und tatsächlich kann man das ein bisschen erkennen, wie stark das vergrößert. Ja, jetzt habe ich nur auf jeden Fall einen ganz starken Minuspunkt. Ich weiß nicht, ob das an meinen Augen liegt oder keine Ahnung. Ich habe das zwar auf meine Entfernung eingestellt, die ich für die Augen brauche, aber ich habe es nicht geschafft, dass es ohne Vignette ist, also ohne schwarzen Rand oder dass es in der Mitte irgendwie so ein bisschen schwarz überlappt. Ich habe also fast, würde ich sagen, zwei Bilder, also nicht wirklich zwei Bilder, aber es passt nicht hundertprozentig bei mir. Kann aber auch an mir liegen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist ein sehr leichtes, sehr kleines und handliches Fernglas. Und ja, für die Kinder mit Sicherheit super. Allein mit der Tasche, schön am Gürtel und dann so ein bisschen ab in den Wald, Outdoor-Aktivitäten, ein bisschen Pfadfinder spielen oder Survival oder sowas. Mit Sicherheit gut für Erwachsene. Ja, kann man mal nehmen. Vielleicht wirklich irgendwie, wenn man auf einem Konzert ist oder so, zu weit hinten, dass man nach vorne gucken kann, wie auch immer. Dafür ist es auf jeden Fall günstig. Jetzt im Moment ist es bei Amazon sogar auch noch mit einem Rabattcode. Da ist irgendwie ein Gutschein anzuklicken. Könnt ihr mal hier unten in der Videobeschreibung gucken. Wir verlinken natürlich immer alle Produkte auch, dass ihr die euch angucken könnt, was das kostet. Deswegen sage ich jetzt auch gar keinen Preis, weil der ist nämlich total unterschiedlich. Seitdem wir das haben jetzt, hat sich der Preis, glaube ich, schon dreimal geändert. Und es gab immer wieder verschiedene Gutscheine, die man anklicken kann. Guckt da einfach mal rein, wenn euch sowas interessiert. Ich würde sagen, ist ein nettes Spielzeug, sollte man nicht zu ernst nehmen, aber es funktioniert, es vergrößert ziemlich gut. Und ich bin echt erstaunt über das Gewicht. Tatsache. Also,
Ja, so, also, das war unser erster Film Hobbyfamilie getestet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann kommen schon bald die nächsten Videos von uns. Wir haben noch so ein paar Produkte und wir bekommen auch immer wieder neue Produkte. Und wir zeigen auch immer mal wieder Sachen, die wir uns selber kaufen, die wir einfach zeigen wollen. Ja, und jetzt wollen wir weg. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.